Eins passiert, ich habe irgendwie zwischendurch gedacht, man müsste mal heiraten und das, ja, habe ich ein bisschen verlobt, mehr nicht. Also ganz, ganz entspannt, so nebenbei. Ich habe Das. das live im Fernsehen gemacht. Und nur fürs Protokoll, deine Verlobte heißt nicht Alina. Und deshalb hat Israel so eine starke Lobby in den USA. Jetzt muss Biden sich hinstellen und das Israel-Paket blockieren. Das wird lustig. Selbst bei einem Ukraine-Treffen reden sie nur noch teilweise nicht mal mehr über die Ukraine. Und ne, geht wieder in die Richtung, was ich schon lange sage. Es geht in Richtung Verhandlungen. Die Leute um Zelensky rum wissen das. Das Ding ist vorbei. Aber er gibt weiter Vollgas. Auch nicht mehr unbedingt mit Unterstützung des Westens, wie das, ne, wie die Geschichte. Aber er ist wohl wirklich stur und ist der Meinung, wir müssen das irgendwie gewinnen. Der will bis zum Ende.